Wir kommen zur zweiten aktuellen Debatte, beantragt von der Fraktion Die Linke zum Thema Warten, bis der Arzt kommt, Verhältnisse aktiv gestalten, statt Mangel weiter verwalten. Und als Antragstellerin hat natürlich zunächst die Fraktion Die Linke das Wort. Und das Wort ergreift jetzt Frau Kollegin Schaper. Meine sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor gut einer Woche titelte die Sächsische Zeitung Diagnose unterversorgt. Was tun gegen die Hausarztkrise in Sachsen? Die Situation spitzt sich immer mehr zu, und trotzdem wird das Problem seit Jahren nicht wirklich angegangen, zumindest nicht mit Ansätzen, die auch kurzfristig, also auf Anhieb, Abhilfe versprechen. Schauen wir uns mal die Fakten an. Der Versorgungsgrad in manchen Gemeinden liegt weit unter 75%, was zum Teil schon jetzt für exorbitante Wartezeiten und lange Terminlisten sorgt. Wenn wir uns jetzt noch das Durchschnittsalter der niedergelassenen Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner angucken, von knapp 55 Jahren, dann ist das sehr beunruhigend. Es ist auch unwahrscheinlich, dass alle Hausärztinnen und Hausärzte bis zum 70. Lebensjahr praktizieren. Viele erwägen sogar mittlerweile eher in Rente zu gehen, weil sie durch diese enorme Arbeitsbelastung völlig ausgebrannt sind. In Sachsen gibt es zurzeit 426 Zulassungsmöglichkeiten für Hausärztinnen und Hausärzte, Tendenz steigend. In 32 Planungsbereichen droht Unterversorgung. Bei den Fachärzten sieht, wie jeder weiß, das im Übrigen nicht anders aus. Und auch die Statistik zeigt, dass dies schon längst kein alleiniges Problem des ländlichen Raums ist. Am 28.01.2023 konnte man in der freien Presse lesen, Hausarzt hört auf, das Aus für zwei Praxen im Erzgebirge. Ich werde im März 70 Jahre alt, und Ende März ist endgültig Schluss in beiden Praxen. Seit er 65 geworden sei, suche er vergeblich einen Nachfolger. Ich habe es in Kliniken in Erlabrunn und in Annaberg versucht, über die Bürgermeister in Oberwiesenthal und in Thermalbad Wiesenbad. Es hat alles nichts gebracht. Grundsätzlich sagen immer alle, ja, es ist wichtig, aber die haben doch alle keine Ärzte. Zitat Ende. In Oberwiesenthal gibt es nur noch zwei Hausärzte. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Die Ansprüche der Patientinnen vor Ort für eine gute medizinische Versorgung und ein zeitnaher Termin ist ja nicht unrealistisch oder zu hoch. Nein, ganz im Gegenteil, sie zahlen schließlich alles mit ihren Beiträgen. Es muss sich da etwas tun. Und nein, es hilft nicht, liebe Mitglieder der Koalition, sich darauf jetzt abzustellen oder zu warten, dass in 10 Jahren die Landarztquote gegebenenfalls greift. Wir müssen jetzt etwas tun. Ich weiß auch, dass jetzt sicher die übliche Reaktion kommt, wir tun doch, und außerdem zuständig ist die Kassenärztliche Vereinigung. Ja, die KV, das stimmt schon, auf dem Papier auch. Aber wenn die letzten Jahre nichts passiert ist und wir jetzt eben auf dem Stand sind, wo man sind, dann muss man vielleicht doch ein wenig härter eingreifen. Herr Dr. Klaus Heckemann, seines Zeichens KVS-Vorstandsvorsitzender, hat ja auch nichts anderes zu tun, als sich über vermeintliche Klimaterroristen und Identitätspolitik zu beschweren. Dann sieht man doch, dass man vielleicht doch eher selber mithandeln sollte. Mal abgesehen davon, dass Heckemanns Äußerung der Attraktivität des Standorts Sachsen vor allem für junge Ärztinnen und Ärzte einen Bärendienst erwiesen haben, wenn man sich die Kommentare unter der online gestellten Petition nicht in unserem Namen, Herr Heckemann, bitte nur Gesundheitspolitik durchliest. Dabei ist eine transparente Zusammenarbeit mit den Akteuren der Selbstverwaltung möglich. Ich weiß auch, dass schon viel Arbeit geleistet wird und auch in die
die KV in den Regionen ihren Teil versuchen. Insbesondere die Sächsische Ärztekammer und der Sächsische Hausärztinnenverband haben tragfähige Vorschläge für die Verbesserung der medizinischen Vorsorge geknüpft, an die, oder haben die gemacht, an die wir anknüpfen können. Weitere Faktoren müssen wir beachten, wie zum Beispiel auch die MFAs, weil ohne MFA keine Praxis. Die sind deutlich auch überlastet und gehen mittlerweile verständlicherweise auf die Barrikaden. Und was es noch für weitere Möglichkeiten gibt, jetzt hier auch im Freistaat voranzukommen, darauf würde ich gern in der zweiten Runde eingehen und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Die zweite aktuelle Debatte ist eröffnet durch Frau Kollegin Schaber für die einbringende Fraktion Die Linke. Jetzt spricht zu uns für die CDU-Fraktion Frau Kollegin Daniela Kuge. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich danke der Fraktion Die Linke und besonders Susanne Schaber für die Einbringung dieser aktuellen Debatte. Sie gibt mir die Möglichkeit, noch einmal darzustellen, wie die CDU zu dem Thema ärztliche Versorgung und für uns besonders im ländlichen Raum steht. Natürlich wollen wir eine kurze Wartezeit und kurze Wege im Zusammenhang mit Terminen bei Ärztinnen und Ärzten. Wir möchten aber auch, dass sich ausreichend Ärztinnen und Ärzte im ländlichen Raum niederlassen, um auch hier eine zügige Terminvergabe und somit eine gute Versorgung zu gewährleisten. Mit Blick auf die Demografie und dem, was wir aktuell im Freistaat Sachsen vorfinden, ist hier sicherlich der ländliche Raum besonders in den Blick zu nehmen. Die Vergabe von Studienplätzen über die Vorabquote nach dem Sächsischen Landarztgesetz leistet hierfür einen wichtigen Beitrag. Studienbewerber, die sich gern im ländlichen Raum engagieren wollen und großes Interesse an der hausärztlichen Tätigkeit haben, erhalten damit Studienplätze außerhalb des regulären Numerus Clausus Regimes. Ich freue mich, dass die Staatsregierung schrittweise es schafft, die Ärztedichte im Freistaat selbst während der Corona-Pandemie zu steigern. Darüber hinaus ist es auch wichtig, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das Eröffnen einer Hausarztpraxis attraktiv ist und bleibt. Dies kann uns gemeinsam mit den Kommunen und den Kliniken gelingen. Die Kommunen sind in der Lage und auch bereit, günstiges Bauland, Kindergartenplätze und so weiter bereitzustellen. Die Kliniken können oder könnten bei geänderten Vergütungs- und Zulassungsbedingungen durchaus eine stärkere Verantwortung im Haus- und Fachärztebereich in den Praxen übernehmen. Hierfür haben wir zum letzten Plenum mit dem neuen Krankenhausgesetz bereits einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Denn nur wenn wir ausreichende Arztpraxen zur Verfügung stehen, können lange Wartezeiten vermieden werden. Der Ordnung wegen möchte ich an dieser Stelle noch darauf hinweisen, Kollegin Schaber hat es angesprochen, dass die Kassenärztliche Vereinigung für die Vergabe der Hausarztsitze zuständig ist und so gemeinsam mit dem Freistaat den Auftrag der medizinischen Versorgung nachkommen muss. Aber nicht nur bei den Ärzten möchten wir auf eine gute funktionierende Gesundheitslandschaft zurückgreifen. Auch im Bereich der Notfallversorgung müssen wir dafür sorgen, dass der Einstieg in die Tätigkeit als Notfallsanitäter so gestaltet ist, dass wir die Interessenten von einem Engagement überzeugen können. Die Stellenbesetzung in diesem Bereich ist eine kommunale Angelegenheit, bei der wir als Freistaat unterstützen können. Als CDU sind wir bestrebt, weiterhin dafür zu sorgen, die sächsische Gesundheitsversorgung voranzubringen und alles dafür zu tun, dass Patientinnen und Patienten in Sachsen, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land, die optimale medizinische Versorgung erhalten. Das beinhaltet eben auch kurze Wartezeiten beim Besuch des Arztes in der örtlichen Praxis oder im Notfall. Die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsens verhilft gesetzlich Versicherten bereits heute schon zu einem Facharzttermin innerhalb von 4 Wochen. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass Patienten lernen müssen, verantwortungsvoll mit der Ressource Arzt umzugehen.
Wer das nicht tut, verbaut ernsthaft erkrankten Menschen den Weg zur ärztlichen Hilfe. Denn nicht jeder Besuch beim Arzt ist immer notwendig und sinnvoll. Ein möglicher Ansatz, um kürzere Wartezeiten zu erreichen, ist außerdem die Digitalisierung. Die elektronischen Patientenakten oder das Buchen und Ändern von Terminen mit Online-Tools beschleunigen die Abläufe und können dazu beitragen, Wartezeiten zu verkürzen. Auch die Videosprechstunde ist ein Werkzeug, das dafür sorgen kann, nicht nur die körperliche Belastung bei einem Arztbesuch zu reduzieren, sondern auch die Praxis vor Ort zu entlassen. Lassen Sie uns bitte gemeinsam das Bestmöglichste für unsere Patientinnen und Patienten in Sachsen tun. Vielen Dank. Frau Kollegin Kugel sprach für die CDU-Fraktion. Jetzt spricht für die AfD Herr Kollege Schaufel. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, warten bis der Arzt kommt, das ist der Titel dieser Debatte. Aber geht es wirklich noch ums Warten oder geht es nicht vielmehr schon darum, ob überhaupt noch ein Arzt kommt? Wir denken, dass die Lage in Sachsen derzeit schon viel prekärer ist, als es uns der von der Linksfraktion gewählte Titel weismachen möchte. Wir von der AfD unterhalten uns noch mit Bürgern. Was hierbei immer wieder zur Sprache kommt, ist die eklatante Unterversorgung gerade mit Haus- und Kinderärzten. Was vor wenigen Jahren noch die ländliche Region traf, ist längst in den großen Städten wie auch hier in Dresden angekommen. Auch hier haben die Menschen Probleme, dass sie überhaupt bei einem Haus- oder Kinderarzt aufgenommen werden können. Wie prekär die Lage tatsächlich ist, zeigt eine Zahl. Aktuell sind nur bei Hausärzten 426 Vertragsstellen unbesetzt, Tendenz zunehmend. Zudem sind 11% der Hausärzte über 65 Jahre alt und damit praktisch schon in Rente. Es trifft aber nicht nur den ambulanten Bereich, auch im stationären Bereich ist die Lage nicht besser. Es wird in Zukunft durch vermehrte Altersabgänge noch viel schlimmer werden. So ehrlich muss man mittlerweile sein. Die Lösungen für das Versorgungsproblem sind vielfältig und müssen auf allen Ebenen ansetzen. Wenn es darum geht, mehr Ärzte für die Versorgung in Sachsen auszubilden, rennt uns aber auch die Zeit davon. Jeder neu immatrikulierte Medizinstudent wird 10 bis 11 Jahre brauchen, bis er in der Versorgung ankommt. Dass es mehr Studienplätze braucht, ist unstrittig. Das sagt Ihnen der Bundesgesundheitsminister und auch eine Bedarfsprognose zum Bedarf an Medizinstudienplätzen bis 2035. 867 Studienplätze sind demnach für Sachsen pro Jahr notwendig. Aktuell gibt es mit den durch die Kassen und die KfVS finanzierten Plätzen in Ungarn nur 655 Studienplätze für Sachsen. Eine weitere Erhöhung ist erstmal nicht geplant. 2035 werden nach heutigem Planungsstand 212 Studienplätze und damit 25% fehlen. Wir wollen, dass diese Lücke umgehend geschlossen wird und haben hierzu aktuell einen Antrag im Geschäftsgang. Im Sozialausschuss ist er bereits debattiert worden. Sie von der Linksfraktion haben unsere Forderung nicht unterstützt. Sie können ja gerne in der nächsten Runde den Bürgern noch mal erklären, warum Sie keine deutliche Erhöhung der Medizinstudienplätze wollen. Ich halte Ihre Debatte heute daher für unehrlich. Sie stellen sich hier heute hin und beklagen den Ärztemangel, verweigern uns aber die Unterstützung bei der weiteren Erhöhung der Studienplätze. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich bedanke mich. Mehr in der zweiten Runde. Wir hörten Herrn Kollegen Schaufel, AfD-Fraktion. Jetzt spricht Frau Kollegin Kuhfuß für die Fraktion Bündnis Grüne. Bitte, Frau Kollegin. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Das Thema Ärztemangel ist ein sehr emotionales Thema, weil wir immer befürchten, dass wir in einer Situation, wo wir Hilfe brauchen, niemanden haben, der uns hilft.
Und es ist ein Thema, bei dem wir keine Kompromisse machen wollen. Wenn ich zum Beispiel in Stolberg einen Augenarzt suche, dann ist es mir ziemlich egal, dass in Görlitz die Versorgungsquote mit Augenärzten übererfüllt ist. Denn ich habe keine Chance, für meinen Angehörigen einen Termin zu bekommen. Oder wenn ich Mitarbeiterin in einem Pflegeheim bin, kann ich meinem Patienten es eben nicht zumuten, durch halb Sachsen zu fahren, um einen Facharzt zu finden. Laut der Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung aus 2022 haben 95% der Menschen innerhalb von 20 Minuten Zugang mit dem Pkw zu einem Hausarzt. Die Versorgungsquote der Kinderärztinnen ist in allen Bereichen bei über 100%. Das klingt erstmal total gut. Aber woher kommt dann die Dissonanz zwischen einem Versorgungsgrad und der Wahrnehmung, dass die ärztliche Versorgung nicht funktioniert? Erstens glaube ich, bin ich sicher, medizinische Versorgung findet eben vor Ort statt und nicht in einem statistischen Durchschnitt eines Datenblattes. Es stellt sich am Ende immer nur die Frage, ist da jemand, der mich behandelt, bekomme ich einen Termin? Zweitens, die tatsächliche Erreichbarkeit ist eben nicht gesichert. Wenn ich 20 Minuten mit dem Auto im ländlichen Raum brauche, um als junge Frau, die vielleicht noch keine 18 ist, einen Termin bei einem Gynäkologen oder einer Gynäkologin zu bekommen. Und auch die 65-jährige Rentnerin ist nicht damit geholfen, wenn sie auf der Suche ist nach einer Behandlung für den grauen Star. Drittens glaube ich, dass die Planungsgrundlage der Kassenärztlichen Vereinigung scheinbar nicht die richtigen sind. Wenn es zwar Planungsräume gibt, bei denen Kinderärzte mit über 100% überversorgt sind, aber trotzdem klar ist, dass ich mit einem schwerkranken Kind 2 Stunden im Wartezimmer sitze oder schon alleine das Abholen einer Schulentschuldigungsbefreiung mich 1 Stunde an der Rezeption kostet oder eine U-Untersuchung Monate vorher geplant werden muss, was für junge Eltern, die arbeiten gehen, ziemlich unflexibel ist. Verfügbarkeit und Erreichbarkeit sind die Kriterien, nach denen Menschen das System bewerten. Wie soll nun dieses Problem gelöst werden? Eine Idee ist natürlich, mehr Ärztinnen auszubilden, auch weil in den kommenden Jahren viele ältere Ärztinnen in Ruhestand gehen werden und sich damit die Situation zuspitzt. Dieses Vorhaben wird auch gerade im Bund diskutiert und ist auch aus unserer Sicht sinnvoll. Vor allem, wenn es uns dann noch gelingt, mit Anreizsystemen für Fachgebiete zu werben, die unterrepräsentiert sind und auch für Regionen, in denen wir einen akuten Mangel haben. Mehr Medizinstudienplätze sind notwendig dafür, aber sie sind teuer und in ihrer Organisation sehr aufwendig. Das darf kein Argument gegen Studienplätze sein, aber wer sich und auch wir als Freistaat eben dazu bekennt, mehr Studienplätze haben zu wollen, muss auch die Bedingungen dafür schaffen. Lassen Sie mich kurz ein Beispiel aus Chemnitz sagen. Wir haben jedes Jahr in Chemnitz über einen Modellstudiengang 50 junge Studierende im Hausarztbereich. Das wird modellhaft erst über den Bund, jetzt über uns als Land in Lehre und Forschung finanziert. Leider lassen wir gerade diese jungen Menschen am Ende 250 komplett ohne Campus und obdachlos zurück. So stelle ich mir das nicht vor, dass wir im Freistaat Sachsen aktiv uns um junge Ärztinnen und Ärzte bemühen. Der zweite Weg, den ich klar sehe, ist die Attraktivität des Umfeldes für Ärztinnen zu steigern, nämlich dort, wo sie am allermeisten gebraucht werden. Und auch das habe ich an der Stelle immer wieder gesagt. Gerade junge BerufseinsteigerInnen wollen nicht mehr unbedingt die Einzelpraxis mit dem unternehmerischen Risiko. Sie wollen nicht mehr Einzelkämpferinnen sein. Sie wollen nicht mehr 24/7 abrufbar sein, sondern sie schätzen das Arbeiten im Team und sie wollen eben auch in gewissen Lebensphasen mal in Teilzeit gehen. Diese Möglichkeit haben Kommunen, hier attraktive Bedingungen zu schaffen und haben auch die Krankenhäuser, indem sie über die jetzt entwickelten Gesundheitszentren attraktive Arbeitsorte entwickeln. Dort können MedizinerInnen auch ohne finanzielles Risiko der Einzelpraxis und ohne betriebswirtschaftliche Aufgaben ihrer ärztlichen Tätigkeit nachgehen und sich voll und ganz der Patientinnenversorgung widmen. Ein weiterer Weg für eine bessere Versorgung ist, die gemeinsame Versorgung der Patientinnen zu stärken. Bundespolitisch wird die Ampelregierung 2023 die Reform der Notfallversorgung auf den Weg bringen. Kassenärzte und Krankenhäuser sollen dabei viel enger zusammenarbeiten, sozusagen an einem Tresen entscheiden, welcher Patient wo und wie versorgt wird. Diese Reform war zu Minister Spahn-Zeiten liegen geblieben. Jetzt drängt es, Angebote zu sichern, aber auch neue niederschwellige Versorgungsformen zu etablieren. Die Idee des Gesundheitskiosks wird wahrscheinlich eher in urbanen Räumen attraktiv werden. Aber die pflegerische Akutversorgung, die uns so ein bisschen an die Gemeindeschwester, an den Gemeindepfleger erinnert, ist auf alle Fälle für ländliche Räume sehr, sehr gut vorstellbar. Wichtig ist, dass diese bundespolitischen Aufgaben jetzt klar und auch in ihrer Finanzierung klar artikuliert werden. Herzlichen Dank für die erste Runde. In der zweiten Runde werde ich eher über Atmosphärisches reden, über Dinge, die man tun soll oder vielleicht über Dinge, die man auch lassen sollte.
werden Frau Kollegin Kuhfuß, Bündnisgrüne. Und jetzt spricht Frau Kollegin Simone Lang für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, es gehört zum Selbstverständnis der Opposition dazu, den Finger immer wieder in die Wunde zu legen und immer wieder Umstände aufzuzeigen, in denen Handeln dringend geboten ist. Finde ich wichtig und finde ich auch gut. Meines Erachtens gehört aber auch zu verantwortungsvoller Oppositionsarbeit dazu, anzuerkennen, welche Wegstrecke zurückgelegt und welche Schritte bereits gegangen worden sind. Denn zur Wahrheit gehört, gerade im Bereich der Gesundheitsversorgung, dass es die eine offensichtliche, einfache Lösung nicht gibt. Die geburtenstarken Jahrgänge werden in den kommenden 10 Jahren in Ruhestand gehen. Darunter sind Ärzte und Ärztinnen sowie Menschen, die in dem breiten Feld der Gesundheits- und Pflegeberufe arbeiten und tätig sind. Dadurch sinkt einerseits die Zahl der Fachkräfte und andererseits steigt die Zahl der älteren Menschen mit chronischen und Mehrfacherkrankungen. Das Dilemma ist offenkundig und hat sich seit Jahren abgezeichnet. Und deshalb hat die Staatsregierung in Zusammenarbeit mit den relevanten Akteurinnen und Akteurinnen Maßnahmen aufgelegt. In den vergangenen Reden zur Gesundheitsversorgung wurde es bereits mehrfach erwähnt. Ich tue es an dieser Stelle gern nochmal. Seit dem Wintersemester 2021 gibt es 90 zusätzliche Medizinstudienplätze in Sachsen, davon 50 im Chemnitzer Modellstudiengang. Wir haben ein Hausarztstipendium. Wir unterstützen in Sachsen Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung, die in einem Fachgebiet tätig werden wollen, in dem es Versorgungsengpässe gibt. Zu dem Gesamtpaket gehört auch eine finanzielle Förderung von bis zu 100.000 Euro, wenn Haus- oder Facharztpraxen übernommen oder neu gegründet werden. Zu dem Gesamtpaket gehört auch noch dazu das Modellprojekt Studieren in Europa, hatte meine Kollegin vorhin schon gesagt, in dem insgesamt 40 Studierende gefördert werden und das Medizinstudium im deutschsprachigen Studiengang Humanmedizin an der Universität Pécs in Ungarn aufgenommen haben. Die Einführung der Landarztquote, die Förderung der Digitalisierung im medizinischen Bereich, die Förderung von Modellprojekten, um neue Versorgungskonzepte anzutesten, sind ebenfalls einige der zahlreichen Maßnahmen. Für Letzteres haben wir in den Haushaltsverhandlungen von seitens der Koalition zusätzlich 6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Denn wir wollen, dass Ärzte und Ärztinnen die Möglichkeit bekommen, auch neue Versorgungsmodelle auszuprobieren. Die Entwicklung der letzten Jahre haben nämlich auch innovative Kräfte freigesetzt und einige Animositäten zwischen ambulanter und stationärer Versorgung obsolet gemacht. Hierin liegt eine große Chance, für die bundesgesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen. Die medizinische Versorgung wird zukünftig noch mehr von multiprofessionellen Teams aus Ärzten und Ärztinnen, Pflegekräften und anderen Gesundheitsfachberufen wie Physiotherapeuten sicherzustellen sein. Wir werden eine noch stärkere Zusammenarbeit erleben zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten, damit vorhandene technische Ausstattung, Know-how und Erfahrung für Menschen mehr nutzbar gemacht wird. All diese erwähnten Maßnahmen sowie das überarbeitete Krankenhausgesetz, die Finanzierung der Regionalkoordinatorinnen für gesundheitliche Vorsorge in Landkreisen und kreisfreien Städten sind aktives Handeln. Dieses wird auch in Zukunft nötig sein, um der Herausforderung zu begegnen. Hierfür bleiben wir mit allen Akteuren im Gespräch, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Vielen Dank. Mit Kollegin Lang von der SPD-Fraktion sind wir jetzt am Ende der ersten Rederunde und eröffnen die zweite. Das Wort ergreift für die Einbringende die Fraktion Die Linke erneut Frau Kollegin Schaper. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Lang, ich bitte Sie, wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt die Staatsregierung loben? Aber ich habe ja gesagt, es werden Maßnahmen sind ergriffen worden. Also das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ich habe mich ja jetzt nicht hier hingestellt und rumgeblöfft. Aber wir müssen hier einfach konstatieren, dass offensichtlich die Maßnahmen nicht ausreichend sind, weil
Sie bekommen in Südwestsachsen kaum bis gar einen Termin. Beim Augenarzt oder bei anderen Fachärzten sieht es ähnlich schwierig aus. Frau Kuhfuß hat das, glaube ich, sehr schön umschrieben. Und deswegen sind wir hier, um uns zu unterhalten. Und das ist auch schön, dass Sie das machen. Aber ein bisschen Transparenz in dem, was gemacht wird, oder ein Einbezug meiner Fraktion würde ich mir da auch wünschen. Umso weniger müsste ich mich hier hinstellen und fragend voranschreiten, sozusagen. Insofern können Sie das bitte auch noch mal mitnehmen. Und wir würden auch gerne noch ein paar Vorschläge machen. Wir haben da nämlich sehr gute, was aus unserer Sicht nötig ist. Das Thema MFAs mit aufzugreifen, ähnliche Programme dort auch zu schalten, wie man das in der Pflege macht, halte ich auch für sachdienlich. Weil ohne MFA keine Arztpraxis. Und Sie sind auch sehr gefordert worden während der Corona-Pandemie und auch jetzt noch danach. Und der Ärztemangel und die vollen Wartezimmer machen diese Aufgabe zu einer sogar sehr schweren. Wir brauchen endlich auch die Gesundheitsversorgung aus einer Hand, die mehr ist als nur die Kooperation zwischen den ambulanten und stationären Sektor. Wir brauchen eine Versorgung, die vor Ort in den Regionen gemanagt wird und bereichsübergreifend arbeitet. Das könnte unter Umständen bei Kliniken oder Regionalpartnern angesiedelt sein. Wir brauchen endlich eine umfassende Digitalisierung in den Bereichen, um Zeit für die Arbeit am Menschen zu schaffen, für eine höhere Versorgungsqualität. Und dazu ist mehr finanzielle Unterstützung nötig, neben den Krankenhäusern auch für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Das Thema Entbürokratisierung verfolgt uns bis sonst wohin, ist aber dringend nötig. Auch müssen wir Rahmenbedingungen für die Niederlassung von neuen Ärztinnen und Ärzten verbessern. Neben den hohen finanziellen Belastungen bei der Übernahme oder Neueröffnung einer Praxis geht es auch um Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Vielerorts sind zum Beispiel keine Vertretungsmöglichkeiten vorhanden. Also hier müsste man auch mehr koordinierend wirken. Das wirft auch die Frage nach vorhandenen, gut ausgebauten Infrastrukturen natürlich aus. Im ländlichen Raum insbesondere ÖPNV, Kita, Schulen, kulturelle Angebote, ebenso wie die beruflichen Perspektiven vor Ort, wie für andere erwachsene Familienmitglieder zum Beispiel. Die Ärzteplanung an sich muss auf den Prüfstand, habe ich jetzt gehört, da sind Sie dabei. Es darf nicht nur um die Einteilung von Planungsbereichen nach absoluten Zahlen gehen. Demografische Faktoren müssen natürlich bei der Bedarfsermittlung auch endlich mit berücksichtigt werden. Unsere Aufgabe ist es, allen Menschen in Sachsen eine wohnortnahe Versorgung zu gewährleisten. Wir können bei einer eingeschränkten Mobilität und schlecht ausgebauten ÖPNV nicht erwarten, dass die Patientinnen und Patienten ewig bis zur nächsten Primärarzt-, also Hausarztpraxis fahren müssen. Das ist nun mal auch ein Unterschied zu dem, was wir beim Thema Krankenhaus diskutieren. Sie können auch nicht auf der Landarztquote sich ausruhen. Es muss ja jetzt was passieren. Und ja, Sie haben, Frau Lang, einiges aufgezeigt. Aber es ändert nichts an der Situation, dass die Notaufnahmen überfüllt sind, zum Teil auch mit Bagatellen, dass der Rettungsdienst auch mit Bagatellen im Prinzip beansprucht wird, schlicht und ergreifend, weil kein Arzt mehr vor Ort ist oder Termine rar sind. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal erwähnen, dass Ihr Programm aus dem Koalitionsvertrag mit Poliklinik Plus sicherlich helfen kann. Aber dazu müssten jetzt mal das mit Leben erfüllt werden und Förderkriterien, die nicht bekannt sind, werden logischerweise auch nicht abgerufen. Es gibt in anderen Bundesländern, wie zum Beispiel in Bayern, bei Niederlassungen in Gemeinden von Größen bis zu 20.000 Einwohnern eine Förderung bis zu 60.000 Euro durch das Gesundheitsministerium gezahlt. In Thüringen schießen Krankenkassen und die KV bei Niederlassungen im ländlichen Raum bis zu 60.000 Euro Investitionenkosten zu. Und eine vom Freistaat geförderte Stiftung bezuschusst Niederlassungen oder Übernahmen der Praxis bis zu 25.000 Euro. Schließlich haben wir ja am Ende ein Ziel. Ich würde aber sagen, das könnte schneller gehen und vielleicht auch breiter aufgestellt werden, sich immer nur zurückzuziehen. Wir tun doch schon, reicht eben manchmal nicht, und ein Einbezug wäre günstig.
Frau Kollegin Schaubar hat für die eindringende Fraktion Die Linke eine neue Rederunde eröffnet. Jetzt könnte konjunktiv die CDU-Fraktion das Wort ergreifen. AfD noch Redebedarf? Sie haben es angekündigt. Bitte, Herr Kollege Schaufel. Ja, Herr Präsident, da opfere ich mich. Sehr geehrte Damen und Herren, die Erhöhung der Medizinstudienplätze kann nur langfristig wirken. Daher braucht es natürlich weitere Maßnahmen. Das sind zum Beispiel neue Versorgungsmodelle und Versorgungskonzepte, beispielsweise auch mit Telemedizin. Um die ärztliche Arbeitszeit effizienter zu nutzen, müssen Sie hier endlich von Modellprojekt zur Regelversorgung kommen. Es geht aber auch um die bürokratische Entlastung der Ärzte sowie die Verhinderung der Abwanderung von Medizinern ins Ausland. Aktuell wandern jährlich doppelt so viele Ärzte aus Sachsen ins Ausland ab, wie neue aus dem Ausland zu uns kommen. Es kann doch nicht sein, dass wir hier in Deutschland und in Sachsen die Ärzte wegen schlechter Arbeitsbedingungen und Rahmenbedingungen verkraulen und wir uns dann neue Ärzte neue Ärzte aus der ganzen Welt nach Sachsen holen, die natürlich in den Herkunftsländern fehlen. Das wurde während der Corona-Krise beispielsweise in Tschechien, aber auch in Westpolen zum Problem. Wir hatten schon vor einem halben Jahr einen Antrag zur Bildung einer Enquetekommission im Landtag abstimmen lassen. Es ging um die Entwicklung spezifischer und umfassender Handlungsempfehlungen für den Zeitraum, bis zusätzliche Mediziner ausgebildet sind. Es ging also um all das, was ich zuvor genannt habe. Sie haben alle hier im Haus, alle, den Antrag abgelehnt. Es ging uns bei unserem Vorhaben darum, über parteipolitische Grenzen hinweg sinnvolle Lösungen für die aktuellen und zukünftigen Versorgungsprobleme zu finden. Sie waren allesamt hierzu nicht bereit. Die Zeche zahlen jetzt die Bürger, die keinen Arzt mehr finden. Hinweisen möchte ich auch noch einmal auf die Landarztquote, die ja nun zum Glück endlich auch in Sachsen da ist. Wir haben diese bereits 2017 von Ihnen eingefordert. Das Argument war damals, dass das alles so nicht geht und eine Verfassungsänderung braucht. Nun ist die Landarztquote da, auch ohne Verfassungsänderung, dafür aber 5 Jahre später. Diese 5 Jahre haben wir nun verloren. Danke hierfür an die CDU und SPD. Gesundheit, Frau Kuge. Einen letzten Punkt habe ich noch, und diesen möchte ich Frau Köbbing sehr dringend ans Herz legen, da Sie sich bitte persönlich darum kümmern mögen. In Gebieten, in denen eine ärztliche Unterversorgung festgestellt worden ist, muss die Kassenärztliche Vereinigung Eigeneinrichtungen nach einer Frist von 1,5 Jahr betreiben. Diese Frist ist für Regionen Frankenberg-Hainichen, Reichenbach und Vogtland, übrigens dort, wo man nächsten Monat ein funktionstüchtiges Krankenhaus schließen will oder wird, oder Stolberg, Torgau, Weißwasser, Werdau, abgelaufen. Eigeneinrichtungen gibt es dennoch nicht. Ihr Ministerium ist vielmehr der Ansicht, dass unsere Auffassung von der Auslegung dieser Vorschrift falsch sei. Wir haben unsere Rechtsauffassung aber extra durch ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages bestätigen lassen. Das haben wir Ihrem Ministerium auch vorgelegt. Ich bitte Sie daher dringlich darum, dass Sie sich gegenüber der KVS auch notfalls mit aufsichtsrechtlichen Maßnahmen darum kümmern, dass das Gesetz erfüllt und Eigeneinrichtungen in den unterversorgten Gebieten eingerichtet werden. Helfen Sie hier wenigstens in den Regionen, in denen es am schlimmsten ist. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, Herr Kollege Schaufel, AfD-Fraktion. Gibt es Redebedarf bei den Grünen? Es war kein Doch. War schon überrascht, Frau Kollegin Kufus. Sie ergreifen erneut das Wort für die Bündnisgrünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich hatte ja noch ein wenig Atmosphäre angekündigt. Zum Schluss möchte ich Sie noch mit einer Frage konfrontieren.
Und zwar der Frage, ob Sie glauben, dass sich Studierende in Berlin, in Heidelberg oder gerne auch in Chemnitz von dem Beitrag im Ärzteblatt Sachsen, den Frau Schaber schon erwähnt hat, aus dem Dezember angezogen fühlen, der die Krise des Klimawandels zum Klimaterrorismus verkürzt und die Debatte um Information und Behandlung von Transpersonen als politisches Verbrechen darstellt. Auch wenn es sich um die persönliche Meinung im Editorial handelt, sollte sich die Kassenärztliche Vereinigung fragen, ob der Versorgungsauftrag mit derartigen Äußerungen wirklich gestärkt wird und ob es abschreckt, wenn man sich derartig gehen lässt. Meine persönliche Meinung dazu ist klar. Aber ich stelle mir die Frage, ob auch hier im Haus ein Bewusstsein dafür da ist, welches Bild wir jungen Menschen vermitteln, was in Sachsen los ist. Wir müssen uns nicht wirklich wundern, dass wir kaum jemanden in unser wirklich schönes Bundesland locken können. Oder um es noch einfacher zu sagen, wer will, dass Wissenschaftler, dass wir Wissenschaftlerinnen haben, muss akzeptieren, dass es Wissenschaft gibt. Und auch als lebenserfahrener Mensch anerkennen, dass sich die Welt weiterentwickelt. Junge Medizinerinnen, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, kommen nur aufs Land, wenn sie als moderne, aufgeklärte Menschen hier sein dürfen und ein Umfeld erleben, was fortschrittlich und weltoffen ist. Vielleicht gelingt es ja, Herrn Heckemann als Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung noch mal zu verdeutlichen, dass es sein Job ist, die medizinische Versorgung sicherzustellen. Er muss nicht wirklich alles gut finden, was in einer progressiven Welt passiert. Hilfreich aber wäre es, wenn er uns den Gefallen tut und sein persönliches, fortschrittsfeindliches und intolerantes Weltbild nicht im Amtsblatt abdruckt und uns nicht den letzten Mut nimmt, Fachkräfte zu finden, die gerne in unserem ländlichen Sachsen sich um uns kümmern. Herzlichen Dank. Weiterer Redebedarf bei der SPD? Kann ich nicht erkennen. Möchte die Linksfraktion eine dritte Runde? Nein. Damit sind wir am Ende der Rednerreihe angekommen und jetzt ergreift die Staatsregierung das Wort. Und das Wort erhält jetzt Frau Staatsministerin Köpping. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, auch ich möchte mich vorweg über die Diskussion für die aktuelle Debatte heute ganz herzlich bedanken. Es ist richtig und wichtig, dass wir immer wieder über dieses schwierige Problem der Ärzteversorgung in Sachsen reden. Und insofern betrachte ich das nicht als Kritikpunkt, sondern wirklich immer als Anregung für neue Ideen und für weitere Maßnahmen, die wir natürlich ergreifen wollen. Ja, wir haben große Herausforderungen, vor denen wir stehen. Der demografische Wandel, in der sich alternde Gesellschaft, das kennen wir alle. Trotzdem will ich mal noch zwei Vergleichszahlen aus der Vergangenheit und Gegenwart nennen, damit man einfach auch weiß, wie sich was entwickelt hat. Das eine ist, dass wir 1990 tatsächlich 4,7 Millionen Einwohner in Sachsen hatten. Wir haben jetzt noch 4 Millionen. Das ist so ein Fakt. Aber wir haben eben auch diese alternde Gesellschaft. Wir hatten 1990 16% der über 65-Jährigen und heute haben wir 27% der über 60-Jährigen. Und das trifft natürlich sowohl die Patienten als auch die Ärzteschaft gleichermaßen. Und als Folge davon haben wir natürlich einen Fachkräftemangel. Junge Ärzte streben eben oft lieber eine Anstellung an. Frau Schaper hat das erwähnt. Warum und weshalb? Dafür gibt es viele Gründe. Und natürlich auch Teilzeit. Auch hier mal noch eine interessante Zahl, die man vielleicht an dieser Stelle erwähnen sollte. So hatten wir 1991 12.124 Ärzte in Sachsen. Und 2021 hatten wir 18.769 Ärzte. Also auch das ist eine Zahl, wo man noch mal dahinter schauen muss, warum hat sich das Bild der Ärzteschaft so maßgeblich verändert. Das eine ist natürlich, dass die Ärztinnen und Ärzte gerade bei im niederlassenen Bereich, und das höre ich immer wieder von älteren Ärztinnen und Ärzten, teilweise 60 Stunden und mehr in der Woche arbeiten. Das kann man von jungen Ärzten heute einfach auch nicht mehr verlangen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir eine sehr hohe Teilzeitquote haben. Und deswegen stehe ich absolut auch dafür, dass wir überlegen müssen, wie können wir Beruf und Familie bei diesen Ärztinnen und Ärzten so übereinbringen, dass eben vielleicht auch eine andere Arbeitszeit möglich ist. Auch das ist einer der Punkte, über die wir natürlich reden müssen. Denn wir brauchen ein Gesundheitssystem, was zukunftsfest ist. Die Beispiele sind genannt, auch von Frau Kuhfuß, was alles passiert, wenn man sich um einen Facharzt kümmert und wenn man dort tatsächlich seine Erfahrungen macht. Da brauche ich nicht noch mal im Einzelnen eingehen. Trotzdem ist es auch wichtig, dass wir sagen, was tun wir. Frau Schaber, das kann ich Ihnen nicht ersparen, immer wieder die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, natürlich auch zu nennen. Das ist auf der einen Seite die Weiterentwicklung der Krankenhauslandschaft und natürlich die sektorenübergreifende Versorgung. Auch das ist ja nun ein Begriff,
den mittlerweile jeder hier im Parlament kennen müsste, weil wir sehr oft darüber reden, nicht zuletzt auch die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Und wenn ich da in unsere E-Health-Programme schaue und dort immer wieder so Programme sehe, wo es heißt, dass ich eben mit einer elektronischen Gesundheitsakte zum Facharzt gehen kann und das immer noch nicht flächendeckend da ist, dann ist das einfach ein Punkt, wo wir noch Nachholbedarf haben. Und natürlich, auch das haben Sie gesagt, die Nachwuchsgewinnung beim medizinischen Personal. Unser sächsisches Krankenhausgesetz hat sich auf die neuen Bedingungen eingestellt. Das ist ja jetzt am 1. Januar in Kraft getreten und es ist ein wichtiger, wesentlicher Meilenstein. Und da komme ich zur Beteiligung, die Frau Schaper auch angesprochen hat. Wir haben jetzt allen SSG-Verbänden in Sachsen angeboten und natürlich auch den kreisfreien Städten, dass wir überall vor Ort unsere neuen gesetzlichen Grundlagen vorstellen, weil es unglaublich wichtig ist, damit wir die Vernetzung, von der heute gesprochen wurde, ambulant und stationär wirklich stattfindet und dass jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt weiß, was ihre Aufgabe sein wird in den nächsten Wochen und Monaten, möchten wir das gerne mit den Landräten und den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern vor Ort diskutieren. Deswegen haben wir dort ein Angebot gemacht, dass wir also dort tatsächlich vor Ort kommen und für jede Region diskutieren. Wir haben das jetzt in Reichenbach erlebt, es ist gerade angesprochen worden. Wenn ich zu spät reagiere, wenn ich zu spät die Maßnahmen ergreifen will, dann schaffe ich das einfach nicht. Und deswegen muss allen von Anfang an klar sein, dass ein Landkreis, eine kreisfreie Stadt sich damit auseinandersetzen muss. Und da bin ich auch bei Ihnen, Herr Schaufel, ist völlig richtig. Dazu müssen wir uns eben auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung auseinandersetzen. Über Ihren Antrag oder beziehungsweise Ihr Begehr haben wir uns bereits mit denen in Verbindung gesetzt. Und Sie können sich vorstellen, wir streiten natürlich erstmal. Aber das nehme ich gerne mit, dass also an dieser Stelle auch mehr gemacht werden muss. Außerdem möchte ich noch mal verweisen auf dieses 20-Punkte-Programm, was wir ja auch hier im Landtag verabschiedet haben, wo es um die bedarfsgerechte medizinische Versorgung in Sachsen geht. Wir haben auch einen laufenden Antrag der Koalition, wo wir eben die Weiterentwicklung dieses 20-Punkte-Programms bis 2030 entwickeln wollen und natürlich auch über das, was bereits realisiert worden ist, berichten wollen. Das sind alles Punkte, wo wir gesagt haben, die gehen wir auf dem Weg, bis hin natürlich zu den Stipendienprogrammen. Auch dazu ist heute schon ganz viel gesagt worden, dass Programm Ausbildungsbeihilfe grundsätzlich für alle Fachrichtungen mittlerweile gebraucht wird, dass wir ca. 180 Teilnehmer bei unseren Nachwuchsprogrammen Studienbeihilfe und Nachfolgeprogramm Ausbildungsbeihilfe gestartet haben, dass wir 24 bereits fachärztlich tätig haben in Kamenz, Limbach, Oberfrohnert, Meißen, Delitzsch, Freital, Görlach, Hoyerswerda, Aue, Niesky und Neustadt, also auch mal um die Regionen zu nennen, wo das in Kraft getreten ist, und dass wir auch 53 Programmteilnehmer in Weiterbildung unterstützen, auch in der ärztlichen Versorgung. Also das sind alles Beispiele, wo wir Stück für Stück versuchen, die ärztliche Versorgung in Sachsen zu verbessern. Und natürlich die Anzahl bzw. die Erhöhung der Anzahl der Studienanfängerplätze. Auch die Zahlen wurden heute noch mal genannt. Da haben wir uns ja damals mit dem Wissenschaftsministerium auf einen Korridor geeinigt, der noch nicht ganz dort ist, wo Herr Schaufel Ihre Zahl gelandet ist, aber eben mittendrin. Wir haben da mehr getan. Da müssen wir eben auch noch mal reden, ob wir mehr machen wollen in Sachsen an dieser Stelle oder eben das bei dieser Zahl belassen müssen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass man diese Studienplätze selbstverständlich auch belegen muss. Das heißt, alles, was wir jetzt aufgesetzt haben, muss natürlich dann auch umgesetzt werden. Wir haben natürlich auch das Programm Studieren in Europa, wo wir 20 Medizinstudienplätze auf 40 aufgestockt haben. Auch das ist nicht zu vernachlässigen. Und wir haben natürlich die Absolventen vom Studium in Pest finanziert, wo wir natürlich auch mit den Studierenden reden wollen. Bisher haben wir das immer digital gemacht. Dieses Jahr möchte ich dort gerne mal vor Ort sein in Pest, um die Studierenden zu fragen, vor allen Dingen die jetzt fertig werden, was sie vielleicht daran hindert, nach Sachsen zurückzukommen, damit wir dort die Verbesserung, Sie haben das bayerische Beispiel angesprochen, eben auch herbeiführen können. Man muss aber immer wissen, Geld alleine, und das ist immer wieder meine Erfahrung, die ich gemacht habe, die ist es eben auch beim ärztlichen Personal nicht mehr. Es geht um das Gesamtpaket, was wir anbieten wollen. Wir haben auch ein Nachwuchsprogramm gestartet in Richtung Weiterbildung, Netzwerk Ärzte für Sachsen. Da bin ich auch jedes Jahr zu Gast und nehme dort teil und kann nur sagen, dass dort sehr viel Input gegeben wird für junge Ärzte, die einerseits sich niederlassen wollen oder die eben auch im Angestelltenverhältnis arbeiten wollen. Das ist eine sehr, sehr gute Veranstaltung, die immer stärker durch die jungen Ärzte genutzt wird und wo Ärzte, die schon Erfahrung gesammelt haben, auch im negativen Bereich, übrigens auch mit bürokratischen Hürden,
Hürden, die nicht alle durch das Ministerium gemacht werden, sondern teilweise eben auch durch die KV selber, dass sie sich dort damit auseinandersetzen. Weiterbildungsverbünde, auch dazu haben wir 15 in Sachsen, die in der Allgemeinmedizin da sind. Auch das hilft, damit man Erfahrungen untereinander austauscht. Für die Digitalisierung, das ist so ein Thema, wo ich wirklich gerne noch mal drauf eingehen muss. 30 Millionen haben wir im laufenden Doppelhaushalt eingestellt. Wir wissen alle, es hätte mehr sein können. Weil der Bedarf, gerade in den medizinischen Einrichtungen, der ist enorm. Es ist wirklich ein Stückwerk, was wir noch in Sachsen vorfinden, sowohl in den Krankenhäusern als auch in den niedergelassenen Arztpraxen. Und das ist so ein Punkt, der mich nicht so richtig befriedigt. Sie kennen ja auch die Summen, die wir immer als Sozialministerium beantragt haben. 30 Millionen ist ein Anfang, so würde ich es bezeichnen. Aber bei Weitem nicht das, was wir brauchen. Ja, und wir müssen natürlich auch die Projektion der Versorgungs- und Arztbedarfs für 2035 neu erstellen. Und da werden dann solche Zahlen wie Studienplatzschaffung und so weiter natürlich eine Rolle spielen, um dort einfach eine Verbesserung zu finden. Fazit ist und bleibt: Wir brauchen besondere Anstrengungen, um den Ärztebedarf in Sachsen auch zukunftsgewandt aufzustellen. Und da will ich schon auch noch mal auf einen Punkt eingehen, den Frau Kuhfuß noch mal genannt hatte, das sind Ärzte, die zugewandert sind. Sie haben die Zahlen genannt, wer alles weggeht aus Sachsen. Wir haben eine große Zahl von ausländischen Ärzten, die weggehen, eine große Anzahl. Und warum gehen denn die weg? Das war auch mein kleiner Zwischenruf, den ich dort gemacht habe. Die gehen eben weg, weil sie sich hier nicht willkommen fühlen. Denn wenn sie auf der Straße sind und jemanden treffen, der etwas anders aussieht als wir, dann fragt niemand, ist das ein Arzt oder ist das ein Asylsuchender? Sondern derjenige wird angepöbelt, das berichten mir auch Ärzte immer und immer wieder. Und das kann keine Willkommenskultur sein. Und das gehört eben auch dazu. Vielen Dank. Für die Staatsregierung sprach Frau Staatsministerin Köpping. Wir sind damit am Ende der zweiten aktuellen Debatte angekommen. Sie ist damit auch abgeschlossen.